Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hatte schon einige iPad-Stative ausprobiert. Ja, und ich wurde immer wieder von preiswerten Anbietern aus China gelockt. Aber so richtig glücklich bin ich mit diesen iPad-Stativen, mit diesen Ständern nie geworden. Aber jetzt bin ich bei meiner Suche dann doch fündig geworden und kann das Stativ von König & Meyer K&M 1979-3 absolut empfehlen. Zur Einordnung. Ich besitze ein 12 Zoll iPad aus dem Jahre 2021, das hier vor mir gerade ist, und das ist mein primäres Produktionswerkzeug. Ich habe außenrum eine schwere Hülle von Logitech Combo Touch als Schutz für mein Apple-Gerät. Und ich drehe immer wieder viele Videos, wie dieses jetzt auch, mit dem iPad Pro. Und ich schließe über USB hier unten noch ein Shure-Mikrofon an und bin komplett zufrieden. Aber jetzt brauche ich noch ein Stativ, in dem mein Tablet sicher und ruhig steht. Bei meiner Recherche am Markt entdeckte ich zahlreiche Angebote aus China. China ist nicht mehr das Billigzeug aus meiner Jugend, sondern die Chinesen liefern gute und ausgereifte Produkte. Muss man auch zugeben, die Welt hat sich ganz klar verändert. Aber in diese iPad-Ständer, in diese Stative, hatte ich kein Vertrauen, denn die meisten Stative hatten einfach gewackelt und sie drohten sogar umzufallen. Für eine semi-professionelle Produktion mit meinem teuren iPad in einer schweren Hülle waren sie in der Regel einfach nicht zu gebrauchen. Ich musste die Hülle abfummeln und es dauert mir zu lang. Ich hatte kein Vertrauen in diese Stative und sie nach der Bestellung und ein bisschen ausprobieren im Grunde immer wieder zurückgeschickt an den Lieferanten. Und dann kam ich auf König & Meyer, das K&M 1979-3 aus deutscher Produktion. Das Stativ ist hergestellt aus robustem Kunststoff mit massiven Ständern aus Stahl. Die ganze Sache ist höhenverstellbar bis 1,50 Meter und um 90 Grad frei drehbar. Und auch bei einem Winkel von 90 Grad steht das ganze Ding bombensicher. Aber mit 1,8 Kilogramm ist das kein Leichtgewicht. Aber das wollte ich ja im Grunde. Ich wollte Stabilität und einen sicheren Stand. Aber das alles ist kein Wunder. König & Meyer sind im professionellen Bühnen- und Eventumfeld unterwegs. Und da gehen einfach keine unsicheren Geschichten. Und das Ganze hat natürlich aber auch seinen Preis. Während diese Stative aus China bei 20 bis 30 Euro lagen, kostet das König & Meyer Stativ rund 60 Kröten, 60 Euro, die für mich aber gut angelegt sind. Mir war es wichtig, dass mein iPad 12 Zoll mit Logitech Combo Touch Hülle eingespannt werden kann und steht. Ich habe keine Lust, das Tablet bei jedem Dreh aus dieser Hülle zu fummeln, wie ich es eben bei diesen preiswerten Stativen machen musste. Was auch ganz wichtig ist, die Arretierung des Tablets hier an den Ecken ist hier sehr, sehr komfortabel und lässt sich auf das jeweilige Tablet, muss ja nicht das Apple iPad sein, sondern es gibt ja auch andere Tablets, optimal eingestellen. Das Tablet wird sicher an den drei Halteklemmen gehalten und das ist richtig toll, wirklich gut. Einziges Manko ist das Zusammenlegen. Auch wenn das Stativ komplett eingefahren ist, ist es noch etwas sperrig. Und sicherlich kein mobiles Stativ, das man so in den Rucksack packt und auf Reisen geht. Ein weiteres Manko, vielleicht bei einem Preis von 60 Euro, ist keine Transporttasche dabei. Das wäre allerdings bei dem Preis schön gewesen. Aber, wie gesagt, klare Empfehlung für das Tablet-Stativ. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Danke.